Lauter Messkolben, Messzylinder. Adamantentour, noch mehr davon, das ist sehr schön. Da haben wir nämlich welche von verbraucht. Sogar einige verbraucht. Wow, was ist denn hier los? Wieso ist denn hier ein Kopf? Betäubungsbolzen, sehr schön. Sowas habe ich gesucht. Hoffentlich gibt es da noch mehr davon. Was? Wer ist Vesco? Das ist unheimlich. Oh oh. Der ist tot. Oh, ich wollte mit ihm geredet haben. Ich muss immer neu laden. Tut mir leid. Das hat sich gerade nicht gut angehört. Ich fand, das ist gerade ein bisschen doof geskriptet. Die scheint gerade völlig durchzudrehen. Und, reden wir erstmal mit Vesco. Ist mit Ihnen alles in Ordnung? Ja, klar. Dr. Hypatia war es. Sie ist der Kronenmeuchler. Aber sie ist nicht sie selbst. Sie entwickelte ein Serum für die Bergleute. Das erste verursachte schreckliche Veränderungen in ihrem Kopf. Für mich ist es zu spät. Aber für sie noch nicht. Sie ist ein guter Mensch. Was kann ich tun? In meinem Tresor, in der Krankenabteilung. Dort finden Sie ein Rezept für ein Gegenmittel. Bitte! Die Tresorkombination ist 601. Wow. Wow! Wow, die ist echt mal total durchgeknallt. Okay, da müssen wir jetzt mal ein bisschen... Sollten wir ein bisschen aufpassen. Ich würde vorschlagen, wir versuchen ja mal... Sie ist weg. Was ist passiert? Sie ist weg. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass sie vielleicht noch hier ist. Ah, Betäubungsbolzen, sehr gut. Ich hasse den Geruch hier drin. Da oben ist sie. Schwäche, Furcht, das Gefängnis einer Schwester. Wow! Hat die jetzt eine abbekommen? Das ist ein Rätsel, oder? Ihre lächerliche Moral hat sie zurück. Wir müssen... okay. Müssen wir anders angehen, glaube ich. Wir sollten uns nicht von ihr sehen lassen. Sie ist weg. Was ist passiert? Mir noch ein
einen muskulösen Gärtner vom Großpalast versprochen. Mann, warum? Wo ist sie hin? So, krieg hier. Ich sollte königliches Blut kosten. Muss ich die jetzt töten? Moment mal. Finde Vascos Tagebuch. Töte den Kronmeuchler. Das will ich ja gar nicht. Okay. Ach so, Moment. Das heißt... Wir lassen sie jetzt mal da und holen das Gegenmittel und kommen dann wieder zurück, richtig? Da machen wir das anders. Ich muss nochmal neu laden, wegen des verschossenen Pfeils. Der wird nämlich bei ihr nichts bringen. Das heißt, wir müssen raus sein. Das ist ja aber die Stelle. Das letzte Mal gespeichert. Ja, okay. Dann das können wir überspringen. So, untersuchte. So, dann müssen wir jetzt hier raus, aber wie kommen wir jetzt an den Schlüssel? Ich habe sie ist weg. Was ist passiert? Diesen Gärtner vom Großpalast versprochen. Ah, hier. 601 Tresorkombination. Okay. Dann verschwinden wir hier mal klammheimlich, ohne dass sie uns sieht. Hoffentlich. Vielleicht kommen wir noch kurz hier rein. Oh oh. Ich glaube nicht, dass sie uns gesehen hat. Was war das? Wecker, nee. Wecker würde ich ungern starten. So, hier haben wir noch Kronmeuchler, steckt wieder zu. Wir haben aber unseren Kronmeuchler anscheinend jetzt gefunden. Hier ist noch ein Audio drauf. Hören wir uns später an, Kronmeuchler mordet weiter. Hier drin. Krankheit, Schwäche, Furcht. Das Gefängnis meiner Schwester. Narkomine. Sehr gut. Wie gesagt, die Autografen hören wir uns später an. Aber wir sollten uns aufmachen, wie sind wir überhaupt reingekommen? Das hört sich nicht gut an, wenn die hier irgendwie abhängt. Schaffen wir es hier wieder zu fliehen? Wo sind sie? Ja. Meine blasse, vornehme Freundin. Wir sind wieder raus aus ihrem... Oh, da oben ist sie. Wow. Also, dann lassen wir die mal da drin und schauen, dass wir zu dem Büro des Hausmeisters kommen.
Haben wir noch vielleicht noch irgendwas übersehen? Glaube nicht. Also. Die Tür machen wir erst nochmal zu und schauen uns dann im zweiten Stock um. Weil da gab es nämlich auf jeden Fall noch Türen, die wir noch nicht gesehen haben. Wie zum Beispiel diese hier. Okay. Ist Hamilton da drin? Wie geht's ihm? Er dreht durch. Ruft stundenlang dummes Zeug. Konnten Sie irgendwas verstehen? Der Faser ist irgendwas von einem angreifenden Monster, einer Bestie, die ihm das Hirn aus dem Schädel kratzen wollte. Verstehe. Behalten Sie das für sich, ja? Auf dumme Gerüchte können wir verzichten. Natürlich. Mal sehen, ob ich ihn zur Vernunft bringen kann. Okay. Der kriegt jetzt... Redet jetzt mit dem? Warum glauben Sie mir nicht? Dr. Hypatia, Sie glaubt mir. Sie weiß, dass im Adamaya etwas nicht stimmt. Shit. Er hat versucht, mich zu erwürgen. Ich hatte keine Wahl. Boah, wie übel. Fieber, schätze ich. Armer Kerl. Das ist schrecklich. Ich habe es vergessen und hatte danach einen Hexenfisch in der Jacke. Übel, übel, übel. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir ihn gut verstecken. Und das heißt, wir müssen uns noch um die Elite-Dame kümmern. Und ihn konnten wir jetzt irgendwie nicht retten. Ich hoffe nicht, dass das jetzt... okay, es kann ja nicht storyrelevant sein. Vielleicht gibt es auch ein Achievement dafür, wenn man ihn rettet. Ich habe keine Ahnung. Aber in jedem Fall müssen wir vorsichtig sein und aufpassen, wo hier unsere Elite-Tante abhängt. Hier vielleicht? In der Tat. Das ist auf jeden Fall der Safe. So. Und sie kann sich gerne die Sachen mal anschauen oder auch mit dem Kopf vor der Wand einschlafen, wie auch immer. Mach, was du willst. Oh, guck mal hier. Mal sehen, was da drin ist. Ja. Schauen wir uns sofort an. Vasco, tut mir leid, dass ich sie schon wieder rausschicke. Aber ich kann nur das Erfolgnis nicht weitermachen. Große Dose Meeressalz, Fett, Wundheilsalbe, Glycerin, 2 Flaschen Barolette. Okay. Das könnte das Rezept sein. Wie war jetzt nochmal die Kombination? 601. Vascos Laborschlüssel und Notizen zum Gegenserum. Diesmal muss es klappen, ich bin sicher. Die Dosierung stimmt und ich habe nur eine einzige Chance. Alle festen Zutaten, darunter Aluminiumsalze, gemeinsam zermahlen. Erledigt. Etwas Eiweiß hinzufügen aus der Küche, muss nur diskret sein. Erledigt. 2 Wochen lang lichtgeschützten Tresor aufbewahren, um die Basisserum zu aktivieren. Eine halbe Spritzenladung mit verunreigtem Blut des Verseuchten
eines verseuchten menschlichen Leichnams hinzufügen. Wenn Dr. Hypatia beim Verstand wäre, würde sie hier wohl widersprechen. Aber seit die Garde des Adamayer abgeriegelt hat, wurden mehrere Männer von Blutlingen getötet. Sie können genauso gut von dem Allgemeinwohl dienen. Alle vorherigen Blutproben waren vielversprechend. Ich darf mich nur nicht vom Hausmeister erwischen lassen. Finale Mischung erhitzen, sobald wie möglich injizieren. Liegt hinter diesem Ding noch irgendwas? Hinter der Tinktur? Ne, ne? So, das heißt, das ist leer. Sind hier noch irgendwie Wachen? Oh. Ah, da ist noch mehr. Aber, okay, das ist harmlos. Das war wenig. War ja da irgendwas? Irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Ist ja nichts. Ist hier gar nichts. Ist das nur eine Passage, um die Wache zu umgehen, oder wie soll ich das verstehen? Naja. Noch eins davon. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das bringt. So, hier die... Der arme Knochen hier. Hamilton Schlüssel. Ah, okay. Wo konnte man das nochmal einsetzen, Hamilton-Schlüssel? Ich habe die Tür vergessen, wo das war. Die müssen wir gleich noch unbedingt finden. Okay. Es gibt halt immer so viel zu entdecken. Das ist ziemlich krass, muss ich sagen. Brief an Patienten mit Blutfliegenfieber. So, bitteschön. Wollte ich das nicht auch noch vorlesen? Was? Mehr als schwarzer Husten von Hungry Pol... Ne, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Kommt bekannt vor. Kolben, bla 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 bla. Okay, dann sollten wir uns mal in diesen Raum hier reingehen. Welchen Schlüssel haben wir jetzt benutzt? Ich verstehe es endlich. Es gibt etwas in Hypatia, das ihr nicht einmal bewusst ist. Es war schon immer da, in ihrem Geist. Es übernimmt sie. Und zwingt sie, mehr von dem Originalserum zu nehmen, mit gewisser Regelmäßigkeit. Der Herzog hält sie hier gefangen. Und wenn ich recht habe, gibt er ihr niederträchtige Aufträge. Hypatia ist der Kronenmeuchler aus den Zeitungen. Sie geht und kehrt mit blutigen Fußspuren zurück, aber es gibt ein Heilmittel. Ein Gegenserum. Ich will es ihr verabreichen, sobald ich meine Notizen aus dem Safe in der Krankenabteilung habe. Hallo? Oh, Alexandria. Ich habe gerade... Sie sind es? Ja, Vesco, mein Liebster. Sie wurden entdeckt. Und nun stehen ein paar Experimente an. Ich sorge dafür, dass es angenehm wird. Ah! Oh weia. Es fehlt was. Was fehlt denn? Wir sollten uns darum kümmern, dass wir jetzt das Ding benutzen. Ziele, ja. Wir müssen jetzt das Gegengift herstellen. Grundserum. Heißt das, ich muss jetzt das Blut von einem Infizierten holen, oder was? Letzte Nacht kam eine Patientin. Vascos Tagebuch. Moment, ich glaube, kann es sein, dass wir das Blut von einem Infizierten brauchen?
muss ich gerade nochmal kurz in die, kann ich hier nicht noch irgendwas benutzen? Mist, was fehlt denn? Was stand da? Reagenz? Flasche? Nein! Voll. Moment. Also. So, wie ging das jetzt nochmal? Notiz gegen Serum. Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt das noch von dem, wir brauchen jetzt noch irgendwie Blut von dem Infizierten. Das heißt, wir müssen noch mal kurz hier zurücklaufen. Weil irgendwie infizierten Blut ist hier anscheinend nicht. War das hier oben, ne? Hä? Oh Mann. Eine Sekunde, bin ich wieder. Also, schauen wir uns das nochmal an. Ich glaube, ich war nicht so falsch. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das passt eigentlich nicht so unbedingt. Diesen Körper kann ich benutzen. Okay, dem kann ich. Okay. Ekelhaft. Ekelhaft. Bio ist für mich Abfall. Das ist ekelhaft. Finde ich auch. Okay, jetzt aber. Okay, so funktioniert es. Alles klar. Gut. Ich dachte schon. Oh nö. Ja. Habe ich jetzt irgendwie ein Antiserum-Pfeil, wäre toll. Oder wie muss ich das machen? Muss ich es jetzt erwürgen? Schess gegen Serum. Vaskos Anweisung. Muss ich denn jetzt hier noch machen? Sobald wie möglich injizieren. Na gut, dann müssen wir die jetzt nochmal aufsuchen, denke ich mal. Und dir das Serum injizieren, oder? Oder habe ich irgendwas übersehen? Warum hat das nicht funktioniert? Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Kann mir das mal einer sagen? Das finde ich nicht in Ordnung. Wie soll ich hier das denn injizieren, bitte? Wenn ich, also ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, es kann natürlich sein, dass ich jetzt außerdem die Steuerungstaste losgelassen habe, deswegen werde ich das Ganze nochmal probieren. Den Geruch hier drin. Nein, das funktioniert einfach nicht. Okay, keine Ahnung. Wie initiiere ich hier das? Ich muss sie ja irgendwie erstmal ruhig stellen, aber ich kann sie ja nicht mit einem Betäubungsbolzen umlegen. Das kriege ich nicht hin. Ich habe doch die Spritze, oder nicht? Missionsgegenstände. Ein Grundserum, das. Also, mit. Eine Sekunde. Nein. Moment. Oh. Keine Ahnung, ob ihr mich gerade noch hört. Oh,
Aber ich bin jetzt hier nochmal drin. So, und ich glaube, was ich vergessen hatte, war, die Spritze auch zu aufzufüllen. Kann es sein? Kann sein. Geschafft. Okay, dann sollte das jetzt aber funktionieren, richtig? Weil jetzt habe ich auf jeden Fall die Spritze. Aber wo ist die Hexe? So, die holen wir uns jetzt. Zack. Einmal schön in die Schulter rein. Nicht ins Bett. Ich geh nicht. Ich geb's nicht zurück. So, Ziel gerettet. Einmal mit dir reden. Tut mir leid. Mir geht's nicht so gut. Vielleicht habe ich mir was eingefangen, als ich mit ansteckenden Proben hantiert habe. Nein, sie wurden vergiftet. Aber es müsste jetzt besser werden. Ich habe Notizen gefunden und ein Gegenmittel gemischt. Vergiftet? Keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Wenn Sie ein paar Tage Ruhe brauchen, kommen Sie zu uns. Ich wohne mit einem Freund auf einem Boot, der Dreadful Whale. Ja, dann komm mal mit uns. Sehr schön, okay. Das heißt, wir... Ich muss mich ausruhen. Wir müssen noch den Wachturm deaktivieren, um unsere Kollegin hier zu rufen, damit sie andocken kann. Und dann schauen wir mal, dass wir Alexandra Hypatia mitnehmen. So, das heißt, hier... Das hier haben wir gehört... Ich mach's nochmal an for the record, weil bei dem Spielstand habe ich es halt noch nicht gemacht. Und dann hatten wir hier hinten aber noch einen. Okay, ein bisschen Brot brauchen wir aber irgendwie gerade nicht. Hier hatten wir noch ein Audiograph. Wir wollen uns mal kurz anhören. Gut, dass Sie Anton Sokolov gefunden haben. Der alte Mann ist bei Kirin Jindosh, der ihn zerbricht und ihm all seine Geheimnisse entlockt. Wer weiß, welche Wunder der Naturphilosophie Jindosh mit Sokolovs zusätzlichem Wissen noch preisgeben wird. Aber es wird Zeit für Sie wieder hervorzutreten. Zeit zu spielen. Wir benötigen Ihre besonderen Talente. Der Doktor wird nach Dunwall reisen. Da Ichabod Boyle als Nächster auf der Liste steht. Beeilen Sie sich und lassen Sie es unschön werden. Geben Sie den Zeitungen was zum Schreiben und den Leuten Nahrung für ihre Albträume. Okay. Mir ist gerade eingefallen, während ich das gehört habe, wir wollten uns auf jeden Fall noch um einen Raum kümmern. Wir haben jetzt den Schlüssel von dem Hamilton, von dem Hausmeister. Und mir ist wieder die Tür eingefallen, die sich nicht öffnen ließ. Die war nämlich im 5. Stock. Das war diese hier. Hamiltons Quartier, sehr gut. Armbrustbolzen. Oh, Quecksilberdampfdestillation, was auch immer das ist. Stimmt, toll, aber hier können wir so ein bisschen umschauen. Schraubstock. Es gibt so viele fähige Handwerker im ganzen Reich. Komischer Kommentar. Ich weiß nicht, was du mir damit sagen wolltest, liebe Emily. Auch hier ein Poster von uns. Ein Badesalz. Und irgendwie ergibt das keinen Sinn, dass hier eine Gemüsesuppe kocht.